Bitte sehr, Frau Henders. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich könnte fast sagen, das Beste jetzt zum Schluss. Es ist ein Antrag, der uns Freien Wählern ganz besonders am Herzen liegt und wo wir dankbar sind, dass die CSU da genau auch mit uns geht. Wir sind also da auf einer Linie. Es geht um den Antrag Datensicherheit wahren, elektronische Patientenakte prüfen. Die Kritik am Herrn Bundesminister Spahn war ja in der Vergangenheit laut deutlich geworden. Wir konnten die Einführung der elektronischen Patientenakte nicht verhindern. Jetzt ist es aber an uns gemeinsam, die ordentliche, sichere Durchführung zu kontrollieren. Meine Damen und Herren, mit der Gesundheitsreform 2004 hat der Gesetzgeber die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte beschlossen, die nun seit 2015 ausschließlich gilt und eingeführt ist. Der Anschluss verlief nicht reibungslos, und deshalb möchten wir einen Bericht haben über die Durchführung, über die Sicherheit und dass unsere Patienten wirklich, dass die Daten unserer Patienten wirklich sicher sind und auch nur da hinkommen, wo sie hingehören. Meine Damen und Herren, ein Bericht ist insofern über die Umsetzung in den bayerischen Arztpraxen dringend notwendig, und außerdem die Krankenkassen werden durch das am 11.05. in Kraft getretene Termin-, Service- und Versorgungsgesetz ebenfalls verpflichtet, bis 2021 darauf folgend die Patientenakte einzuführen, in der die Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen und Behandlungsberichte sowie Impfungen gespeichert werden können. Diese Anwendungen sollen für die Versicherten freiwillig sein. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung soll Standards für die medizinischen Daten der elektronischen Patientenakte festlegen. Bisher ist für die im ersten Anlauf geplante Version der elektronischen Patientenakte keine Möglichkeit für die Versicherten, zum Teil ihre Daten unsichtbar zu machen. Das bedeutet also, wenn ich zum Radiologen gehe, wenn ich zum Zahnarzt gehe, hat er automatisch vielleicht Zugriff auf mögliche psychologische, psychiatrische Diagnosen, Medikamente und so weiter. Das muss und darf nicht sein. Diese Zugriffe auf die Befunde von zum Beispiel Psychologen zu verwehren, das gilt es mit zu regeln. Insofern erscheint eine Prüfung der Vereinbarkeit mit datenschutzrechtlichen Grundsätzen dringend geboten. Wie gesagt, die Einführung konnten wir nicht verhindern. Jetzt gilt es, die Durchführung auf Rechtmäßigkeit und nach datenschutzrechtlichen Grundsätzen zu kontrollieren. Und ich bitte Sie daher, zum Schutz unserer Patienten dringend um Zustimmung. Vielen Dank. Danke, Frau Enders. Nächster Redner ist der Kollege Benjamin Ajay von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident.